Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ja, wie ich diese leckere Ghana Red Red zubereitet habe, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß mit dem Video. So, ich werde jetzt die schwarzäugige Bohnen, welche ich über Nacht eingeweicht habe, ja, mit reichlich Wasser ohne Salz für eine halbe Stunde oder so lange, bis es schön weich ist. Also ich mag gerne meine Bohnen weich kochen. So, ich verwende kochendes Wasser. So, ihr Lieben, ich schaue nach der Bohnen. Ja, sieht gut aus. So, einmal testen. Oh, heiß. Ja. So, die Konsistenz möchte ich haben. So, ich werde jetzt das überschüssige Wasser abgießen. So, ich habe etwas rotes Palmöl in der Pfanne. Hinzu kommt Zwiebel. Ja. Und dann werde ich das Ganze für eine Minute braten. So, jetzt gebe ich Chili auch dazu. So Leute, jetzt kommen die Bohnen auch hinzu. So ihr Lieben, jetzt werde ich nach meinem Geschmack salzen, ja. Ja, und dann lasse ich die Bohnen für 5 Minuten bei niedriger Stufe kochen. So, jetzt werde ich die reife Kochbanane schälen und dann in gewünschter Größe schneiden. So Freunde, da ist es, Ghana Red Red, ja? Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf ein Abo und ein Like freuen, ja? Und das Rezept wird in der Infobox stehen. Wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.